Ich habe eine Strompreiserhöhung bekommen, weil sich wohl ein Teil des Strompreises verändert hat. Und ich habe mich gefragt, aus welchen Teilen der Strompreis denn überhaupt besteht. Das ist natürlich ganz einfach. Nämlich aus Stromsteuer, Umsatzsteuer, Netzentgelt, Entgelt für Messung und Messstellenbetrieb, Energiebeschaffung, Vertrieb, Konzessionsabgabe, Offshore-Netzumlage, Umlage nach KWKG, Umlage nach Stromnetz und Umlage für abschaltbare Last. Was? Ihr habt nichts verstanden? Kein Problem, fangen wir mal ganz von vorne an. Unser Strompreis setzt sich aus drei wesentlichen Teilen zusammen. Ein großer Teil des Preises, den ich zahle, sind Steuern, Abgaben und Umlagen. Die werden vom Staat festgelegt, dazu aber später mehr. Vattenfall nutzt das Stromnetz, um die Energie zu mir nach Haus zu transportieren. Wie viel ich deinem Haushalt verbrauche, wird gemessen. Deshalb muss der Zähler regelmäßig abgelesen und gewartet werden. Für solche Dinge wie die Nutzung des Stromnetzes und die Wartung der Zähler möchte der jeweilige Netz- und oder Messstellbetreiber natürlich auch eine Gegenleistung haben. Es kostet also Geld. Damit die mir nicht extra eine Rechnung schicken müssen, wird es durch die Energielieferanten direkt mit abgewickelt. Ich zahle also die Netzentgelte inklusive Messung und Messstellenbetrieb als Teil meiner Stromkosten an meinen Energieversorger und dieser gibt es dann weiter. Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Energielieferant, die Unterscheidung dieser Begriffe sagt euch noch nichts? Keine Sorge, dazu haben wir auch ein Video auf diesem Kanal. Ein dritter Kostenblock wird durch den freien Markt bestimmt. Diese Kosten entstehen beim Stromeinkauf, bei der Verwaltung der Verträge und beim Vertrieb. Die Höhe dieser Kosten ist vor allem von der Summe abhängig, die Vattenfall für den Strom zahlt, der an der Börse gekauft wird. Der Strompreis verändert sich, wenn einzelne Bestandteile sich ändern. Steuern, Umlagen, Abgaben und Netzentgelte sind bei jedem Energieversorger in meiner Region gleich hoch. Wenn ich also Preisunterschiede in den Angeboten von verschiedenen Energieversorgern für meine Region habe, dann kommt das in der Regel durch den dritten der eben genannten Teile. Und dieser wird wesentlich getrieben durch die Schwankungen von Angebot und Nachfrage beim Einkauf von Strom. Beim Angebot spielen die Brennstoffpreise für Gas, Öl und Kohle bisher eine große Rolle. Einen immer größeren Einfluss hat auch das Wetter. Wenn die Sonne scheint oder der Wind weht, dann gibt es mehr günstigeren Strom aus erneuerbaren Energien. Die Nachfrage wird zum Beispiel von Konjunktur, Jahreszeit, Wochentag und Uhrzeit beeinflusst. Sehr viele Dinge also, die damit reinspielen, so dass der Strompreis an der Börse sich ständig ändert. Und trotzdem ändert sich für mich als Kunde ja nicht jeden Tag der Preis. Das ist so, weil ein Energieversorger in sehr großen Mengen Strom einkauft und nicht unbedingt jeden Tag neu für mich Strom beschafft. So kann der Energieversorger mit den Strommengen, die er eingekauft hat, planen und mir für die vereinbarte Vertragslaufzeit einen festen Preis anbieten. Und ich bleibe von täglichen Preisschwankungen an der Börse verschont. So viel zu den Bestandteilen, aus denen sich der Strompreis zusammensetzt. Wenn ich mir allerdings meinen Stromtarif anschaue, dann werden mir Grundpreis und Verbrauchspreis angezeigt. Was hat es damit auf sich? Den monatlichen Grundpreis kann ich durch meinen Verbrauch nicht beeinflussen. Davon werden die fixen Kosten für Rechnungslegung, den Zahlungsverkehr oder Zahlungen an Dritte wie den Messstellenbetreiber beglichen. Der Verbrauchspreis ist, was ich pro Kilowattstunde Energie bezahle. Da sind die Kosten enthalten für Beschaffung, Vertrieb, Transport, gesetzliche Abgaben und Steuern. Wie wir jetzt wissen, besteht der Strompreis zum größten Teil aus Umlagen, Abgaben und Steuern. Ein Teil des Geldes wird genutzt, um große Industrieunternehmen mit hohem Stromverbrauch zu entlasten. Diese Umlage wird durch § 19 der Stromnetzentgeltverordnung geregelt und wird daher auch Strom-NEV-Umlage genannt. Es gibt noch weitere Umlagen, wie zum Beispiel die KWKG. Die KWKG-Umlage dient dazu, Investitionen in Anlagen zu fördern, bei denen gleichzeitig Strom und Wärme gewonnen werden. KWKG steht für Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Logisch, oder? Die Anbindung von Offshore-Windanlagen wird ebenfalls finanziell unterstützt, insbesondere durch die Offshore-Netzumlage. Dann kommen noch Stromsteuer und Konzessionsabgaben hinzu. Eine Stromsteuer entfällt auf die Entnahme von Strom aus dem Stromnetz und wird aufgrund des Gesetzes zur ökologischen Steuerreform erhoben. Konzessionsabgaben sind Gelder, die an unsere Kommunen gehen. Die Konzessionsabgabe stellt sicher, dass wir auch in Zukunft noch öffentliche Verkehrswege und intakte Leitungen mitbenutzen können. Das war ganz schön viel Nerd-Talk. Wenn du es bis hierher geschafft hast, wolltest du es aber anscheinend ganz genau wissen. Ich hoffe, ich habe ein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Falls dich das Thema Strombörse und Beschaffung näher interessiert, schau dir auch gerne mal dieses Video hier an. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.